Die Neckarsulmer Sportunion in der Oberliga wird Ihnen präsentiert von der Fahrschule Academy SGH in Heilbronn und der Akin Wohnbau GmbH in der Gymnasiumstraße 63 in 74172 Neckarsulm. 16. Spieltag in der Oberliga Baden-Württemberg und die Sportunion erwartete den SV Links. Und wie hat es die Heilbronner Stimme so schön umschrieben? Der Krisengipfel. Denn es sind hier beide Sieglos-Teams, die aufeinandertreffen. Nämlich die Sportunion wartet seit 7 Spielen auf einen Sieg, der SV Links auf 6 und kommt sogar noch mit der Hypothek nach Neckarsulm einer 0:7 Niederlage unter der Woche bei den Stuttgarter Kickers. Ja, schauen wir mal, was dann auf dem grünen Rasen passierte, wenn man von grün überhaupt sprechen kann. Ihr seht, ganz schlechter Zustand, der Rasen im Pichterich. Aber schauen wir mal, wir sind in der 3. Spielminute. Die Sportunion begann forsch, 4 Wechsel übrigens, hat Marcel Busch vorgenommen, der Trainer. Hier haben wir Philipp Seibold, marschiert da durch die Abwehr, Pfosten und dann ist es Pascal Pander mit dem 1:0. Auftakt nach Maß für die Sportunion. Ja, aber was für ein Solo von Philipp Seibold geht da durch die Defensive der Linkser wie durch Butter. Und dann ist es Pascal Pander, der abschließt hier noch einmal. Geht da wunderbar durch, der Philipp Seibold. Tat dem Team gut, hat ja auch jetzt 2 Wochen gefehlt. Und hier Pascal Pander dann aus spitzem Winkel macht das 1:0 Auftakt nach Maß für die Sportunion hier in diesem Krisengipfel. Weiter geht's, 22. Spielminute, Sportunion war zunächst Herr im Haus, große Chancen gab es dann aber auf beiden Seiten nicht mehr. Hier haben wir wieder Pascal Pander, zieht er aus 18 Meter halbrechte Position ab, aber dann hat er doch ein bisschen was gefehlt, kein Problem. Sinan Süme kann den Ball einfach ins Aus gehen lassen. Und was machten die Linkser, hatten dann nach 20 Minuten ein bisschen mehr vom Spiel. Hier haben wir Gülsoy, aber wurden nicht gefährlich. Eine Szene haben wir in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Das ist Timo Schwenk, der da abzog und weit übers Tor. Wir gehen in die Pause, zweite Halbzeit, gleich sind wir zurück. Lass es krachen mit dem eigenen Führerschein. Bei der Academy Fahrschule SGH geht der Spaß schon in der ersten Fahrstunde los. Komm zu uns, egal welche Führerscheinklasse. Bei uns kannst du alle Führerscheine machen. Als zertifizierte Fahrschule versprechen wir dir, hier machst du keine Fahrstunde zu viel. Uns gibt's mehrmals in und um Heilbronn. Das größte Fahrschulteam in der Region steht dir zur Verfügung. Check den Simulator. Ganz sicher und ganz ohne Stress. Das können nur wenige Fahrschulen bieten. Ein Haus für alle Klassen. Dreimal täglich Theorie an mehreren Standorten in und um Heilbronn. Academy Fahrschule SGH. Wir machen dich mobil. Ja, und mehr Action in Halbzeit 2. Hier verliert Gülsoy den Ball an Steven Heupert. Der zieht ab, aber doch etwas zu hoch angesetzt. Wir waren in der 52. Spielminute. Abstoß für die Linkser. Und dann ist es hier Kemal Sert, der den Ball hat. Genau in den Fuß von Mario Müller. Und der geistesgegenwärtig gleich in die Spitze zu Domenico Botta. Was macht der? Sieht er Pascal Pander, der aus spitze Mickel, das kann er ja, aber auch hier etwas so angesetzt. Aber guter Auftakt in Halbzeit 2 der Sportunion, nachdem sie doch etwas passiv war in den letzten 20 Minuten der ersten Hälfte. Wieder nur 2 Minuten später, 56. Spielminute. Leon Rasic beim Freistoß, Sportunion nun klar am Drücker. Ball kommt nach innen, Steven Neuport trifft den Ball nicht richtig. Kein Problem für Sinan Süme. Und die nächste Chance der Sportunion vertan. Weiter geht's. Wieder die Sportunion. Pascal Pander sieht da in der Mitte. Dome Botta. Ja, schießt nicht. Vielleicht den richtigen Moment verpasst. Dann zieht er doch ab. Und Sinan Süme kann da klären. Kann er nicht viel dafür. Wird angeschossen. Aber wie würde es Thorsten Damm sagen? In der Süme hält er dann doch der Sinan Süme.
Dann aber auch die Linkser hier über Kevin Fegert. Und dann was für eine Monstergrätsche von Steven Neupert vom Capitano. Rettet hier das 1:0. Der wäre mit Sicherheit rein. Kevin Fegert, bester Linkser an diesem Tag. Dann Eckball. Zunächst in die Mitte. Ball kommt dann geklärt wieder zu Fegert. Und hat auch nicht viel gefehlt. Glück jetzt in dieser Situation für die Sportunion. Aber es ändert nichts dran, dass die Blauen am Drücker waren. Hier haben wir Philipp Seibold, setzt sich da durch und wird dann aber ganz gepflegt von Timo Schwenk von den Beinen geholt. Ja, das ist klarer Elfmeter und so entscheidet auch der Referee. Strafstoß für die Sportunion und ich glaube, wenn der reingeht, dann sind die 3 Punkte fest eingebucht. Auf dem Pichterich Domme Botta, ein sicherer Elfmeterschütze. Und Sinan Süme hält den Ball fest. Bittere Situation. Und schauen wir mal, was dann nur 2 Minuten später auf der Gegenseite passiert. Die Linkser. 1:0 immer noch für die Sportunion. Und jetzt Achtung, ganz schneller Akteur. Verfolgt von Philipp Seibold, der mit einem leichten Schubser und auch hier entscheidet der Referee auf Strafstoß. Also ganz ehrlich, weitaus weniger gerechtfertigt sicherlich wie der auf der Gegenseite. Ich glaube, ein Strafstoß kann man geben, muss man nicht. Er hat ihn gegeben und Kevin Fegert, der 13er gegen Lukas May und sehr platziert ins Eck. Und ich glaube, der Unterschied zu Domme Bottas Elfmeter war einfach die Schärfe im Schuss. Da konnte der Luki nichts machen. 1:1. Ja, und das war schon bitter, denn das muss man ganz ehrlich sagen, lag jetzt nicht unbedingt trotz dieser Doppelchance gerade vorhin von links in der Luft. Sportunion, die bessere Mannschaft bis dahin im zweiten Durchgang. Wie ging es dann weiter? Die Sportunion hier mit Alex Albert. Dann kommt Maxi Gebert an den Ball. Wird da auch leicht berührt. Schiedsrichter lässt hier dann weiterspielen. Interessant. Dann der Konter über Kevin Fegert. Und am Strafraumeck Wassenstrahl. Unglaublich. 1:2 für links. Und mal ganz ehrlich, wenn es das Wort fehlendes Spielglück gibt, dann in dieser Phase für unsere Sportunion. Meine Güte, wie werden wir bestraft? Elfmeter verschossen und dann innerhalb von 2 Minuten dreht links das Spiel. Das hat es bis dahin überhaupt nicht hergegeben. Man kennt die Floskel, links führt und weiß nicht unbedingt warum. Und wir sind schon in der 90. Spielminute. David Gotovac und dann ist es Gilsoy. Und beinahe ein Eigentor war noch tatsächlich die beste Chance der Sportunion nach dem Rückstand. Bitter, bitter, bitter muss man einfach sagen. Kein verdienter Sieg der Linkser. Aber auch, und das muss man sicherlich der Sportunion dann zum Vorwurf machen, auch zu wenig vehement auf das 2:0 gespielt. Der Elfmeter natürlich eine Art Knackpunkt. So ist Fußball. Bitter, bitter, 8. Spiel ohne Sieg für die Sportunion. Jetzt aber, Jungs, nächste Woche in Rilassing-Aalen müsst ihr Gas geben. Wir glauben an euch weiterhin. Holt dann den Dreier.